So, hallo und herzlich willkommen zurück zur Folge 38 von Oddworlds New and Tasty mit dem lieben Abe und in Zulak 3 sind wir jetzt. Hier haben wir immer noch das schlafende kleine Slicklein, das nichts ahnend hier rumliegt und uns wahrscheinlich sofort erschießt, sobald wir diesen Schalter betätigen. Das ist ein kleines Problem und ich habe noch nicht die richtige Lösung gefunden. Also, ich gehe nochmal ein paar Schritte hin. Aktiviere das und roll fast durch. Hat aber nicht ausgereicht. Nein, noch nichts. Wir müssen noch ein Stückchen weiter. Nochmal speichern. Das reicht auch noch nicht. Auch noch ein Schrittchen weiter. Nochmal speichern. Und... Ey, keine Ahnung, Alter. Also da haben wir uns ja schon ein wenig in der letzten Folge die Zähne ausgebissen. Ja, Energy ist nicht besser geworden. Also wer bei der letzten Folge aufgepasst hat, der weiß, ich habe mir einen Energy geöffnet, den ich nicht sonderlich mag. Und jetzt habe ich gerade nochmal ein Stückchen genommen, um nochmal zu gucken, ob es besser geworden ist, aber ist es nicht. So, was ich nochmal sagen wollte, wir haben uns hier schon die Zähne ausgebissen und ich bin mir immer noch nicht sicher, wie wir das lösen wollen. Ohne Witz. Wie zum Teufel lösen wir das? Wie zum Teufel? Die sind ja immer so aggressiv. So. Ne, da erschießt er uns noch viel schneller. Wie zum Teufel? Ja, dieses Teil ist natürlich nicht so optimal. Ne? Wir können ja eigentlich nicht viel machen. Wenn wir rollen direkt, dann... Ja. Also während wir rollen, kriegt er uns anscheinend weniger gut. Also ich bin ja gerade gerollt. Aber, ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie... Nein! Nochmal bitte neu. Alter, ich bin doch schon fast durch und dann kriegt er mich nicht mehr. Ist doch scheiße. Ne, hier hat uns ja fast gar nicht gekriegt. Das reicht auch noch nicht aus. Ja, die Range ist halt zu blöd. Ja, wo, keine Ahnung. Ohne Witz, also zurück kommen wir ja soweit auch nicht. Also muss das irgendwie... Ja, wie ist das denn jetzt hier zu machen, Alter? Habe ich hier irgendwas auf dem Boden? Nee, hier sind keine Falltüren, die ich nehmen könnte. Keine Steine, nichts, gar nichts. Das muss ja irgendwie mit echt Geschwindigkeit gehen. Nee, ohne Witz. Ich habe keine Ahnung. Nochmal. Lol. Vielleicht kann ich auch mit ein bisschen hüpfen. Nope. So würde es eventuell gehen. Ja, keine Ahnung. Nochmal. So. Ja, ich bin fast guter Dinge, dass das bald klappen wird. Vorausgesetzt, wir hüpfen nicht in die falsche Richtung. Boah, guck mal, wir sind fast aus diesem Rohr rausgekommen. Jetzt sind wir da wieder am Rohr hängen geblieben. Ob wir jetzt näher rauskommen, das kann ich echt nicht sagen. Dieses Kackteil. Ich meine doch, wir kommen näher raus. Thank you. So, meine Güte. Das hat uns aber wahrscheinlich auch einiges an Life gekostet. Naja, ich weiß es nicht. Jetzt hier 3 Stück. Ich weiß nicht, wie viel Feuer hatten. So, speichern und ab hoch. Meine Güte, das war aber auch echt ein Kampf. So, jetzt sind wir hier wieder mit unseren 3 Türen, ne? Ja, dann würde ich mal sagen,
in die erste Tür hinein und schauen, was da los ist. Genau, okay. Wir laufen hier mal wieder ganz leise durch. Im Grunde genommen werden wir jetzt hier sowieso sterben, weil ich ja nicht weiß, wie es hier weitergeht. Jetzt gucke ich hier nochmal kurz rein. Hier sind wir. Oh, das ist eine ganz schön komplizierte Geschichte hier, meine ich, ne? Ja. Hier ist auch noch eine weitere Modokon-Gruppe und hier ist das zu öffnende Schloss. Hier holen wir uns erstmal noch Bomben, denn Bomben können wir echt gut gebrauchen. Ich hoffe, die schlafen da gleich wieder alle friedlich. Was haben wir hier? Gut speichern. So, hier muss ich also. So. Gut, dann können wir schon mal einen hier nehmen. Alter, ich hab den noch begrüßt und er hat mich trotzdem irgendwie abgeknallt. Was ist das für ein Schwein? Du scheiß Kameradenschwein. Ja, genau du. Dich hole ich mir jetzt. So, was du für mich erstmal machst, ist die Tür öffnen. Und dann schauen wir erstmal, was hier so los ist. Ich muss ja erstmal. Okay, das heißt. Oh mein Gott, ich habe einen Mudokon getötet. Ich habe einen Mudokon getötet. Das heißt, wieder neu anfangen. Ich sollte öfter speichern. Das ist schon mal safe. Ne, ich lade nochmal neu. So, das heißt, zielen. Bumm. Das ist kaputt. Dann nehme ich mir den hier. Knall den eben kurz weg. Speicher. Mach hier eben mal kurz auf. Kommt hier irgendwas? Nö, im Moment noch nicht. So. Das ist immer recht cool. So, der Hund ist auch down. Der ist auch down. So, dann. Okay. Ha! Ich finde das geil mit dem Kopf runter machen. Fick dich! Habe ich nicht gerade noch gesagt, dass die Köpfe runtergemacht werden sollen? Oder habe ich das geträumt? Nein, das habe ich gesagt. So. So, hier haben wir auch wieder die Köpfe runter gemacht. Köpfe runter, alle Köpfe runter. Köpfe runter, Köpfe runter. So, Köpfe runter, Köpfe runter. So, alles cool. Speichern. So. Manche Leute, ne, die muss man auch zum Glück zwingen. So, dann können wir die schon mal, den schon mal, meinte ich, in die Luft jagen. Und dann können wir, glaube ich, sagen, everybody, everybody, und ab in die Freiheit, liebe Freunde. So, thank you, Abe. Oh, Abe ist irgendwann komplett erhellt, ne? Ich muss mal ganz kurz gucken, weil das hier ist. Speichern. Wahrscheinlich ist das hier das Blitzding. Jo, war klar. Alles klar. War recht easy. Naja, easy war, will ich nicht sagen. Es war jetzt doch schon ein bisschen mehr Arbeit als gedacht. Aber stellt euch mal vor, wir müssen das alles mit Checkpoints machen. Was das für eine Arbeit wäre. Unglaublich. Mit diesen Schnellspeichern ist das echt eine tolle Erleichterung. So, hä? Habe ich das nicht aktiviert? Das ist wieder deaktiviert. Da ist ein rotes.
rotes Schloss. Ach so, ich hab's vergessen zu aktivieren wahrscheinlich. Weil ich ja nochmal neu gespeichert habe. Ah, Quatsch, neu geladen hatte, ganz kurz. Und deshalb habe ich es wahrscheinlich nicht mehr aktiviert. Und bin davon ausgegangen, dass es schon fertig wäre. Aber ist ja nicht so schlimm. Komm, was wir noch machen werden, ist folgendes. Uns nochmal neue Bomben holen. Und dann werden wir uns in den nächsten Raum begeben. Beziehungsweise in den Raum davor. Ich werde hier ganz leise hochspringen. So, und dann hole ich mir den. Und dann kurz speichern. Watch out. Okay, hier, die sind alle cool. Hier bringt nichts. Was bringt das denn? Ach so. So, dann kann ich den jetzt auch schon in die Luft jagen. Und dann gehe ich gegebenenfalls hier nochmal runter und kann den mir nochmal so schnappen. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Ja, lol. Jetzt kriege ich jetzt zwar in die Fresse, aber kommst du bitte runter? Das wäre richtig lustig. Beziehungsweise recht angenehm und gut. So. Ich muss jetzt hier hoch. Jetzt kommt er hier hoffentlich gleich vorbeigelaufen. Nee, warte mal. Ich könnte natürlich auch das Teil irgendwie zerstören. Warte, ich brauche dich. Du musst hier hin und warten. Und dich brauche ich auch noch. Und dich brauche ich auch noch. So, du kommst auch noch ein bisschen mit. Müsst ihr alle in Sicherheit. So, das heißt, dann werde ich mich jetzt hier mal hinstellen. Zielen. So, jetzt habe ich mich zwar ein bisschen weggeballert, aber was soll's. Jetzt können wir den ganz in Ruhe nehmen und ich will mal was testen. Jetzt steht der Ape ohne oben drauf und gucken, was da passiert. Lol, guckt euch das mal an. Ich kann jetzt beide steuern. Ich könnte wahrscheinlich mich auch selbst jetzt abschießen. Ey, Alter, wie geil ist das denn? Das hat wahrscheinlich noch keiner geschafft. Lol, lol, lol. Ja, ich könnte mich jetzt wahrscheinlich wirklich selbst abschießen. Ich frage mich, was passiert, wenn ich jetzt mich... Ja, was soll's. Ach, das war ja richtig stumpf. Aber auch lustig. Das haben die Entwickler wahrscheinlich nicht bedacht, dass das geht. So, follow me. Dann sagen wir zu denen auch allen everybody. So. Kommen wir alle hier runter. So, und jetzt könnt ihr auch nochmal alle fliehen. Viel Erfolg draußen in der Freiheit. So, 254 gerettete Mudokons. Juhu! So, jetzt haben wir ja auch wieder drei Special Ability Fähigkeiten, die jetzt hier wieder uns weggenommen wurden. Brauchten wir gar nicht. So, speichern. Dann, Zulag 4 ist da schon wieder. Und hier gehen wir jetzt auch nochmal schnell rein. Und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. So. Ja, alles klar. Irgendwas musste ja passieren. Was wir machen müssen, ist das auf jeden Fall. Dann das ein bisschen schneller alles handhaben. So, hier noch runter. Ach so. Ja, cool. Okay. So, ich speichere mal ganz kurz. Dann müssen wir jetzt hier einfach gleich nur rennen. Lol. Boah, halt's Maul. Das ist zwar ganz schön lustig. So, rein theoretisch können wir jetzt los. Oder auch nicht. So, ich sehe auch gerade, die Zeit rennt schon wieder weg.
Ja, Folge 38 ist damit auch schon leider wieder zu Ende. Mal gucken, wie lange wir noch brauchen werden. Vielleicht sind wir auch schon mit Folge 40 oder 45 durch. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wie lange und wie ausführlich jetzt noch Zulag 4 sein wird. Oder Zulag 3. Wir haben jetzt gerade erst ein Tor geschlossen, fertig und ein Schloss erstmal geöffnet. Von daher, lasst uns einfach mal gucken, wie es weitergeht und wir sollen uns am besten mal einfach überraschen lassen. Das ist vielleicht auch ganz cool. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall in dieser Folge Spaß. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß und ich wünsche, dass es uns auf jeden Fall auch noch weiter so geht und hoffe es auch. Und wenn ihr noch sehen wollt, wie es mit Abe weitergeht, dann schaltet am besten wieder in der nächsten Folge ein. Und ich sage jetzt erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis dann!